Erstmal einen wunderschönen guten Morgen von unserem Naturteich Komori. Ich bin schon wieder erschrocken, habe gedacht, ich habe die nächste Schlange gefunden. Die Japaner lachen sich gerade schon kaputt. Christian hat gesagt, es sei kein Problem. Es ist heute kalt und wenn es kalt ist, kommen die nicht raus. Aber bei Kumahira im Naturteich war es noch kälter und da ist dann tatsächlich so ein Viech drin geschoben. Also, heute sind wir Komori Naturteich. Wir haben die kleinste Ikeage, was die Anzahl der Fische angeht, die größte Ikeage, was die Anzahl der Kunden angeht. Das werden Sie nachher sehen, da wuseln dann ganzen Haufen Leute rum. Und es geht heute um genau 11 Koi. 11 Koi, die alle in Kundenbesitz sind und die alle japanischen, nicht alle im Besitz von japanischen, die Hälfte ist ungefähr japanische Privatkunden und die andere Hälfte sind südostasiatische Privatkunden. Jetzt mögen Sie sich vielleicht wundern und sagen, ja, Herr Kammer, Sie haben uns aber das ganze Jahr immer erzählt, Sie tun keine Fische mehr in Naturteich. Das ist richtig, das machen wir auch nicht mehr für den Großteil unserer europäischen Kunden. Im nächsten Jahr werden wir es auch gar nicht mehr machen, weil wir einfach der Überzeugung sind, dass die Koi die Naturteiche nicht wirklich brauchen ab einem bestimmten Alter. Das bezieht sich jetzt nicht auf die Koi im ersten Jahr, sondern man kann das gleiche Ergebnis, was die Qualität, was die Farben, was das Wachstum angeht, im Glashaus darstellen mit einem beträchtlich geringeren Risiko. Und der eine Kunde von uns, der jetzt wirklich viele Fische im Naturteich hatte, der hat in den Jahren zuvor das gleiche Spiel immer über Naturteich gemacht. Und wir hatten jedes Jahr Diskussionen, irgendwelche Fische, die nicht zurückgekommen sind, die einem in die ewigen Jagdgründe eingegangen sind. Und dieses Jahr kam er zum ersten Mal nach Japan und alle seine Fische waren da. Alle seine Fische sind toll. Es hat nicht einer Qualitätsverlust erlitten. Und es waren vielleicht 2-3 Zentimeter im Wachstum weniger, was wir hatten, als das, was wir gehabt hätten, wenn wir sie wahrscheinlich in Naturteich getan hätten. Aber das ist natürlich einmal spekulativ, weil man kann einen Fisch immer nur einmal wachsen lassen und man kann das ja nicht unter gleichen Bedingungen mit dem gleichen Fisch so nochmal nachstellen. So, in diesem Sinne, dann sehen wir demnächst, wie die Fische aus dem Teich kommen. So, hier laufen jetzt die ersten Vorbereitungen. Das Netz wird jetzt zusammengezogen. Christian kümmert sich um den Mönch. Wasser voll abläuft. Olli Müller steckt jetzt einmal im Schlamm fest. Wir zeigen Ihnen heute das Video auch in einem, also Koi und Abfischen, alles en bloc. So, hier kommen jetzt die ersten Fische raus, sind keine kleinen. Oh, richtig große Kutschaku. So, jetzt kommt ein großer Karashi. Oh, da haben wir unsere riesen Ikeage noch. So anstrengend für Akimoto. Ich meine, der sei schwer. Sagi. Nanashi. So, der größte Karashi wird jetzt nach oben gehievt. Nonsensicura?
Kyuchicho. Das ist über 90 cm. Ein wunderschöner Kopf. Kunden aus Deutschland, Luxemburg und Indonesien. Mittendrin Olli Müller. Ist gerade noch im Schlamm gesteckt. Ja, ich war schon die Hände und Arme. Gebrannte Kinder scheuen das Feuer. Gleich der nächste große Karaschi. Scheint noch größer. Ja, Abfischen ist Männersport. Schauen Sie mal die Muskeln von Kojima an. Der übrigens nach eigenen Angaben 6 Big Mac essen kann. Das ist Brett an. Von der Fukuro war 何キロ くらいありますか? 50. Also 50 Kilo hat die Tüte locker. Otonashi. Ganz lieber. Otonashi. Otonashi. 全部ごめん、カウンターが沈んだから。Aber dieses Jahr sind die Jungs bei weitem nicht so fertig wie die letzten Jahre, wo eine Ikerge nach der anderen war. Sondern das ging dieses Jahr. Das ist überschaubar. Unser Freund aus Indonesien arbeitet gerade an seiner 400. WhatsApp für heute. Ein Wahnsinns-Kuchaku kommt jetzt. Das ist Beni Kuchaku, das sieht man schon auf die Entfernung. Das ist blutrot wie ein Kohaku. Das mal an. Boah, so gut. Nihono Gyakusan. Gehört dem japanischen Kunden. Ich mal den Kopf an. Der Moatama, Chido Okashi, ne? So, jetzt ist Olli Müller an der Reihe. Jeder nur ein Koi, heute ist das alles stark reglementiert. Die Achterbahn fährt nur 11 Mal. Jetzt kommt dieser Asagi Nanashigoi. Auch ein Brett. Boah. Hachijugo, Kyuchi. Schauen Sie sich mal diesen Elefanten an. Elefant passt von der Färbung, ist aber Elefant. So. Daijob. Makoto sagt, es sei schwierig, soll sie uns anstellen. Wahnsinn. So, Olli gibt alles. Das ist übrigens saugefährlich auf diesen. Auf diesen Blanken da rumzustolzieren, das sieht immer so einfach aus, der haut sein schneller mal hin, als man glaubt. Makoto übernimmt dann immer hier oben. Budogoromo. Kirei da, ne? Budogoromo. Wow. Budogoromo kirei, ne? Kenko? Genki? Super. Müssen wir, wie der jetzt aussieht. Und der nächste Kutschaku. Super. Hey, ihr habt nur Chucks an, ihr Helde.
Jetzt hat er seine schöne neue braune Turnschuhe. Gucken Sie das mal an. Jetzt hat er neue blaue deutsche Turnschuhe. Der hat nicht einmal gewusst, dass Adidas eine deutsche Firma ist. You didn't know that Adidas is a German company, right? Yeah, until you told me. Yeah. Das gibt es hier im Asiatischen übrigens in allen Fälschungen mit 1D, mit 2D, mit 4D. Das ist unglaublich zum Teil. Dann kommt gleich der nächste Kutschakku. Kutschakku, ne? Ich soll von hier filmen. Der ist schön geworden. Wow, sagt Makoto gerade auch, Yokonata heißt. Gut geworden. Warum immer Sansei? Yonsei. 4-jährig. Also 4 Stück fehlen noch, 2 davon haben wir gesehen. Und die anderen 2 sind hoffentlich auch noch da. Sie glauben nicht, als wir früher unsere Kundenfische im Naturteich hatten und da war die Situation, und bekanntermaßen sind ja Koi nicht immer die wertlosesten Fische. Und dann haben genau wieder die besten 2 gefehlt und dann geht man nochmal mit dem Netz durch. Dann ist zumindest mal einer aufgetaucht und dann wieder und wieder und wieder. Und am Schluss weiß man, dass der Letzte dann doch nicht mehr zurückkommt. Und das ist einfach richtig ärgerlich. Jetzt ist das Netz gleich zum zweiten Mal zusammengezogen. Jetzt bekommen wir dann gleich Gewissheit. Wobei Komori bekannt ist dafür, auch in den letzten Jahren, als wir immer Nisei zu Sansei großgezogen haben und da zum Teil die besten auch des Jahrgangs, die besten Tategoi kamen immer nach Komori, immer so 30, 40 Stück. Und da war es auch immer so, man musste das Netz zweimal durchziehen und dann hat sich noch einer im Schlamm versteckt. Also selbst wenn man jetzt noch nicht gleich alle hat, hat es noch keine Bewandtnis. Also einer war gerade schon wieder außerhalb des Netzes. Da rechts hinten schwimmt ein Chusui. Und der Schlamm hier ist relativ weich und tief. Da hinten sehen Sie ihn jetzt in der Mitte. Der ist weich und tief, der Schlamm. Und da können die wunderbar unterm Netz wegtauchen. Ein Kiyosaki soll angeblich noch drin sein. Goshki, dieser Chusui. Und jetzt ein Chusui. So, hier geht's weiter. Das ist besagter Goshki. Ein toller Fisch. Gewaltig. Schusse. Auch ein alter Bekannter hatte seinen Höhepunkt im Alter von 2-3 Jahren, aber vielleicht der Schusse oder einer der Schusse mit der besten Rotqualität hat leider oben die Färbung seiner Rückgratbeschuppung eingebüßt und da kann man nichts machen. Schauen Sie sich mal das Rot an. Das ist wie Kohaku. Ein guter Kohaku, das gleich noch deutlicher sehen, wenn Chris ihn umsetzt. So, wir machen hier Stopp. Hier warten, muss jetzt gewartet werden, bis das Wasser weiter abgelaufen ist. Und dann hoffen wir, dass die beiden, die jetzt noch flüchtig sind, kommen. Einen wissen wir, der schwimmt rum, den anderen haben wir noch nicht gesehen. Und wir berichten dann vom Shop. Und wie gesagt, diesmal gibt es nur ein Video vom Abfischen. Wegen den Elfischen machen wir keinen eigenen Blog. Das machen wir einfach da dran. Ich hoffe, Sie haben Spaß gehabt mit dem Abfischen. Jetzt haben wir insgesamt noch 2 Teiche. Und einer davon ist unsere Premium-Naturteiche. Ja, wir sind zurück in Hiroshima im Shop. Und da die Koi heute in das seitliche Glashaus kommen,
und wir da drin keinen Platz haben zum Fotografieren, haben wir hier im Freien, aber unter einer Unterdachung, unser Becken aufgebaut. Es hat auch ganz leicht zu regnen angefangen. Im Hintergrund ist ein Becken vorbereitet worden. Es sind Gott sei Dank alle Koi noch aufgetaucht. Also alle 11 Koi, die im Frühjahr eingesetzt wurden. Und das ist Akimoto. Alle Koi, die im Frühjahr eingesetzt wurden, die sind jetzt zurückgekommen und die werden wir Ihnen auch alle, wie gewohnt, im Schnelldurchgang zeigen. So, er hat gesagt, wir sollen uns anstrengen und alles geben. Ja, jetzt geht's los. Der größte Deutz-Karaschi von heute. Hat soeben einen LKW verlassen. Geniale Koi, geniale Farbe, unglaublicher Body. Motor. 98 cm. 1 Meter ungefähr. Das ist sensationell. Vor allem bei diesem wahnsinnigen Körper. Das lassen wir an. Sensor wird gleich in der Messwanne noch besser. Hinten hat er sich eine Schuppe verletzt. Das wird heute beim Abfischen passiert sein. Und da wird sich der Kunde freuen. Und viele unserer Kunden lassen. Koko demo hi? Demo kirin ist ja schon mal nein. So, kommt noch Kleinigkeiten gerichtet. Da wird jetzt die Schuppe behandelt, dass dazu keine Infektion kommt. Dann kriegen die Koi noch eine KHV-Probe gezogen. Aber jetzt natürlich nicht, logischerweise, denn da werden sie erst betäubt zu. Ich mache das Fotoalbum fertig. Alles seine Ordnung. Hier sind die Daten aufgeschrieben. So, Deutsch kann das überall gehen, Natoki? Ja, okay, dann. Dann will man faszinieren, solche Gigantenkoi. Der passt hier kaum in die Wanne rein. Und Meter. Der hat genau einen Meter. Sehen Sie nochmal die Schönheit. Vor allem die Farbe. Sehr, sehr viel besser. Ja, heute ist jemand im Naturteich von irgendwas gestochen worden. Und wenn Sie jetzt mal anschauen, das ist der normale Arm. Das ist der geschwollene Arm. Also wir haben es hier als Europäer mit irgendwelchen Dingen permanent zu tun, die wir nicht so ganz gut vertragen. Das haben wir schon öfters gehabt, dass hier Kunden auch auf Insektenstiche wahnsinnig reagieren. Der erste Karaschi ist jetzt im Wasser, wird wiederbelebt bei Narkose. So, hier geht es mit dem Wagoi-Riesen weiter. Das ist ein Fisch. Er scheint noch größer zu sein als der Vorgänger. 1,07 Meter Karaschi-Goi. Das ist eine Bombe. Ein Gigant. Bildhübsch. Hachiano? 1,08 Meter, die finale Größe von Makoto bestimmt. Aber da kommt es ja auch jetzt nicht drauf an, ob 1,07 Meter oder 1,08 Meter. Er ist deutlich über 1,05 Meter, so einfach sind die im unbetäubten Zustand auch nicht zu messen.
aber das ist wow. Meine Seite, Leute. Also er war vorher 1,2 Meter, 1,3 Meter und hat damit dann 5, 6 Zentimeter zugelegt. Schauen Sie sich das mal an, das sind Schweinswale, die hier bewegt werden. Wartet schon. Das kommt leider auf dem Video nie so rüber, was das in Wirklichkeit für Giganten sind. 1,08 Meter, da gibt es nicht viele Koi in Japan. Und jetzt geht es mit farbigem weiter. Hier haben wir einen Nanashi Koi, Nanashi Asagi. Etwas grau am Rücken, aber schauen Sie sich mal an, wie der unten abgegrenzt ist. Ich persönlich finde die schön und das ist jetzt nicht einfach nur ein Werbung machen für Konishi, auch hier ein tolles Kokenami, ein besonderes Kokenami. Noch ein schönes Schuppenkleid und eine schöne Schuppenfärbung. 87 cm. Der Kopf ist noch ein bisschen grau. 88. Also hier das Kanoko. Minus Size. Und vorher hatte er 80. Minor Session. Und war aber auch schon in dem Maße grau. Hi, Tete. Ich habe gesagt, sie sollen von Hand umsetzen. Die haben mich jetzt angeschaut, als sei ich besoffen. Bin ich wahrscheinlich nicht. Echt toller Fisch mit einer Wahnsinnskörperform. Jetzt mit dem Budogoromo weiter. Auch Budogoromo, der Sonderklasse Minus heißt er. Der hatte vor. So sah er aus, als er in den Naturteich kam. Er war 73. Und ist auf 80 gewachsen, 7 cm. Man darf aber auch nicht vergessen, in Komori waren extrem wenig Fische drin. Und das ist das, was wir immer sagen, je weniger Koi, desto besser fürs Wachstum. Überbesatz hat noch nie zu einem guten Wachstum geführt. Und das macht sich selbst in Naturteichen bemerkbar. Diese alte Blutlinie von uns hat relativ lange Brustflossen. Und jetzt hat er gerade gesagt, wenn der Koi so wild ist und sich ständig im Kreis dreht, dann hat er Angst, dass der Brustflosse etwas passieren könnte. Tede? Jetzt hat er selber gesehen, dass es gefährlich ist. Aber nein, ey. Das heißt, gefährlich. Konishi ist ja gerade genau das Richtige. Wenn man da nicht aufpasst, dann fangen die an, Kiemenbluten zu kriegen. Darum war das wahrscheinlich heute der letzte Koi, den wir von Hand hier rübergesetzt haben. So, ihr kriegt jetzt, da sage ich, ein winziges Stückchen Kiemen entnommen. Kommt ins Probenröhrchen. Dann kommt der Asagi auch wieder, nicht wieder, sondern geht er ins Quarantänebecken. Ich habe gerade von diesem Kokenami geschwärmt, von dieser Beschuppung, von dieser Mamme. Sehen Sie, dass ich eine Nikon-Kamera hatte, habe. Goromo in dieser Größe, mit dieser Qualität sind sicherlich japanweit
eine Rarität, 80 cm, dann schauen Sie ja die Körperform an. Weil häufig ist es so bei den Nebenvarietäten, dass sie zwar auf Länge dann wachsen, aber immer mal wieder das Volumen missen lassen. Konishi bespricht ihn gerade mit seinem Sohnemann. Er sagt, hier in dem Bereich ist es Sugoikire. Das heißt spitzenmäßig. Nur der Kopf ist etwas schmutzig, aber man kann nicht immer alles haben. Trotzdem in Summe ein außergewöhnlicher Koi. Ja, jetzt kommt sicherlich ein Kutschaku oder Shusui. Also sehr viel mehr war nicht drin. Ja, genau. Kiyasagi Kinanashi. Auch ein altbekannter Koi. Und sieht auch toll aus. Müsste auch ein Riese mit über 90 cm sein. Meine Sashi? Nein. Boah. Ach, 89 hatte er wohl vorher. So sah er aus. Und jetzt hat er 92. Ichini. Und das ist eben dieser Typ Nanashi-Goi, der häufig als Einjähriger, Zweijähriger, Dreijähriger Fisch noch fast vollständig weiß ist. Dann beginnt er häufig mit der Ausbildung des Asagi-Matsuba-Musters entlang des Rückens und beginnt dann langsam seine gelbe Zeichnung zu entwickeln. Und dann schauen wir uns jetzt gleich auch nochmal an, wenn er in der Wanne schwimmt, weil das ist eine Augenweide. Das ist eine solche Gewalt, dieser Koi. Der Körperbau ist sensationell. Selten in Nanashi gesehen mit so einem brachialen Körper. Bisschen unruhig gerade. Wir schauen uns gleich nochmal in der blauen Wanne an. Hier ist gerade Stau in der Betäubungswanne. Hier nochmal den Budogoromo. Schauen Sie sich mal an, dieses Aisashi, diese blaue Linie, die sich vor einem roten Zeichnungselement aufbaut, auch hier hinten jetzt im Zentrum vom Bild. Das ist ganz arg wichtig. Daran sieht man die Qualität und den Farbton der indigoblauen Färbung, die beim Goromo, beim Ai, als auch beim Budogoromo bekanntlich die Schuppenzeichnung verursacht. So, jetzt ist er soweit und jetzt kriegt auch er seine Biopsie entnommen. Noch nicht ganz. Konishi gerade gesagt hat, das Blau entlang des Rückens, das Kokenami, ein ganz edler Fisch und das Gelb ist nicht so ein leichtes Gelb, sondern das ist wirklich richtig kräftig und auch er kriegt jetzt sein, muss ein Stück Kieme lassen, um auf KHV untersucht zu werden. So, hier kommt der nächste Vogel vom LKW geflogen. So, jetzt ein Schüssel. Die letzten werden die ersten sein. Das war der letzte Schüssel. Ich glaube sogar der letzte Koi, der heute aus dem Teich kam. Er hat jetzt ein bisschen Kiemenbluten. Im japanischen Chihaita. Ein bisschen zu schlank, sagt Makoto gerade. Und der Koi, um in der Sommer ehrlich zu sagen, sieht für mich jetzt nicht gesund aus. Der hat auch so eine merkwürdig weiß-porzellanige Haut. Also für solchen Koi, wenn Sie sowas mal im Kauf sehen, sollten Sie vielleicht sich dagegen entscheiden. Meinerseits, wahrscheinlich wird sich das einen sehr schlechten Wachstum bemerkbar machen. So oder so. Makoto sagt gerade auch, die Haut ist zu weiß.
Nanajuni. Und er war 72, ist 71, war 71, ist 72. Also mit diesem Koi ist wahrscheinlich etwas nicht ganz in Ordnung. So, hier geht es mit einem Kutschaku weiter. Einem Beni Kutschaku, auch ein alter Bekannter. Auch seinerzeit eine, noch nicht mal so alt, ein der Kashida, ein Teil der Kashida Mavadi. Da können Sie mal drauf achten. Der Kopf ist bei ihm weniger schön. Da fehlt es an metallikfarbenem Glanz. Die Haut ist das Rot ist sensationell und das Kutschakuhan kann kaum besser sein. Das ist richtig zart, dezent, gleichmäßig. Hat alles, was ein sehr, sehr gutes Kutschakuhan braucht. Hajiju? Shajo? Mai no saiste shashin? Der Körper ist sensationell, die Zeichnung ist auch sehr gut, vor allem für einen großen Koi. Das ist das, was wir immer sagen, wenn ein Koi Größe erreicht hat, darf die Zeichnung gerne etwas schwerer sein. Konishi spielt heute mehr mit seinem Handy rum. Hier haben wir ihn. Jo. Und jetzt zeigst du uns noch 76, immer Hachichi. So, 4 cm, das ist schon Koi. Hi. Moichido. Mal. Man will es genau wissen, es ist ein Kundenkoi. Hajiju? Man kann es nicht richtig sehen. Hajiju Ichi. Also ein Wahnsinns-Kutschaku. 1 cm haben wir noch rausgekriegt. Natürlich Spaß. Wir wollen das immer ehrlich machen. Ehrlich versteht er. Unsere Luxemburger Freunde sind müde. Die haben jetzt in einer halben Stunde ihre Abfahrt. Dann geht der Zug nach Osaka. Also Konishi ist Weltmeister hier im Glintzüge machen. Er schafft 2x10 Stück, das will er uns jetzt zeigen. Aber wir haben der Eifelmaster mit an Bord. Hey, Yate. Urusei, Yate. Das war jetzt unhöflich. Ichi, ni, san, shi, der Kerl ist 62, go, go, nana, ja die Zehen können, aji, kiu, einer noch, okay, oh. Es ist zu gut. Respekt. Sugoi. Jetzt Eifelmaster. Jetzt hat er alle Gewichte abgelegt. Eins. Oh, Karabatsuri. Zwei. Drei. Weiter runter. Drei. Vier. Weiter runter. Fünf. 6, das bricht alles zusammen. Er liegt dann im Becken hinter. 7. Und jetzt stöhnen. 8. Gab es da nicht mal eine Tennisspielerin, die genauso gestöhnt hat? Woo! Also 10-8 für Japan. Fressen ab Pfötz, die sehen echt kaputt aus. Die sind jetzt froh, wenn sie nach einem Zug sitzen, mal eine Stunde schlafen können. Das kriegt ihr. Konishi hat gestern erst trainiert und darum war er gerade schwach, sagt er. Wir werden ihn beim Wort nehmen. Ich warte mal, bis er 3 Tage nicht trainiert hat und dann kann er uns das zeigen. Ja, hier geht's weiter. Ich habe gerade mit dem Konishi gewettet, dass ich fange, wenn ich zurück bin, zu Hause an mit Glimmzügen, mache nächstes Jahr 20 Stück. Dann hat er gesagt, mit dem Mund vielleicht, Kuchidake. Er zeigt gleich auf mich. Er sagt immer, ich sei Kuchikara Umareta, ich sei mit dem Mund vorausgeboren. Ich weiß aber gar nicht, wie er das meint. Der will nur spielen, der tut nichts. Das ist also eher ein netter Typ. Aber ich krieg das hin, sie dürfen mich beim Wort nehmen. So, hier haben wir einen tollen Goshki. Da kann ich auch gleich. Kireda. Kopf ist auch sehr, sehr schön, gucken Sie das mal an. Bisschen dicker dürfte er noch sein.
ちょっと細いね。これで太かったら強いけどね。Also noch ein bisschen kräftiger und er wäre auch in der Koi-Ausstellung ein hervorragender Fisch. Aber nochmal, Koi ist kein Ponyreiten, sonst hätten wir hier keine Becken, sondern Ställe stehen. Und wirklich schön. Der Koi ist 65 auf 72 gewachsen. Ja, nochmal der Goschki. Als nächstes tippe ich auf den Kutscherku, der kommt. So, hier geht's weiter mit einem Kutscherku, auch ein alter Bekannter, auch ein toller Koi, auch ein Beni Kutscherku. Die Mamme, die Bohne ist etwas zu hell, da fehlt es einem Kontrast. Ist auch kein junger Koi. Nambu, Mai, das heißt, er war 73, da wird sich auch nicht viel dran geändert haben. 5 cm gewachsen. Gerade jeder gesagt, er wird nicht gewachsen sein, aber das liegt an der Körperform. Aber kein Vergleich mit dem Kutscherku, den wir vorher gezeigt haben. Übrigens, zu den Gesichtsmasken, was sie hier aufhaben, das hat nichts mit dem Aussehen zu tun, dass sich da manche verstecken müssen, sondern das hat eine ganz einfache Bewandtnis. Die, die krank sind, tragen sowas aus Respekt, die anderen nicht anzustecken. Und das sorgt natürlich schon dafür, dass Erkältungskrankheiten anscheinend in Japan nicht ganz so... das war im Auge drin. Wissen Sie, wie das riecht? Dieser Schleim, der da drumherum ist, gesagt, ne? Er hat es jetzt an der Nase hängen. Ist das ekelhaft? Ey, Chef, du bist echt der Knaller. Jetzt hast du diesen Augen... Ja, auf und geh weg mit dem Zeug. So, jetzt haben wir noch einen Kutscherku. Den hat vorher Christian und Makoto am Teich schon gelobt. Das ist das jüngste Exemplar. Der hat jetzt nicht das tief dunkle Rot. Dafür eine ganz, ganz geile Qualität und einen schönen metallicfarbenen Glanz. Auch eine. Und hat eine wunderschöne Mamme, eine Bohne. Und ist, glaube ich, auch sehr gut gewachsen. Ich habe den viel kleinen Erinnerung. Mal 62 hatte er. Jetzt hat er 70. Das sind 8 cm. Das ist respektabel. Und so sah er aus. Das Bild täuscht jetzt hinweg. Das sieht er viel, viel dunkler aus, als er in Wirklichkeit ist. Und mal gucken. Unser Chef sagt gerade, ist ein sehr, sehr guter Tadegoi. Darga Mochinushi? Gehört einem berühmten Koi-Liebhaber aus Japan, der auch einen eigenen Naturteich bewirtschaftet. Da sind wir heute auch vorbeigekommen. Also auch das gibt es. Japaner, die ihre eigenen Naturteiche pflegen. Sie zeigte sich von dem Kutscherku gerade mehr als begeistert, trotz der hellen Farbe. Der sagt, die Körperform sei 100%, es sei alles genau richtig, die Höhe, die Länge, das Durchgängige, da fällt nichts ein. Und auch der metallicfarbene Glanz. Also das hat ihn jetzt völlig geflasht und sagte, wenn es seiner wäre, wäre er auch ein potenzielles Elterntier. So. Und wir haben jetzt noch einen auf dem LKW. Adoipiki, ne? Und ich glaube, das müsste noch ein Kutscherku sein. Gefühlt nach der Häufigkeit. Nein, Kutscherku ist das nicht, das sieht eher nach einem Shusui aus. Auf den freuen wir uns auch noch. Und dann haben wir es für heute auch wieder geschafft.
Akimoto hilft dem Koi, bis er wieder frei schwimmen kann. Irgendwann wird Kojima nach vorne überfallen. So, last but not least. Durch die Tüte sieht er etwas gestresst aus. Das ist er auch. Eine ziemlich rote Haut, auch sowas kommt vor. Aber die Qualität ist sensationell. Shizuwa Subarashi. Also das Rot geht kaum besser. Ist dann der Rückgrat ist noch nicht kräftig genug durchgefärbt, um jetzt wirklich auf Ausstellung konkurrenzfähig zu sein. Aber das Rot ist auch von 62 auf 70 gewachsen. Gehört dem gleichen Besitzer wie vorher. So, es geht noch ein bisschen Naturteichwasser mit den Shinkansen. Und den schauen wir uns auch gleich nochmal in der Wanne an. Wenn sich die rote Zeichnung jetzt mal angucken, diese Wellenform, die er beschreibt, Konishi hat es gerade beschrieben, wie beim japanischen Schwert, dieses Damast, dieses Gefaltete, wenn dann diese Wellenlinien auf dem Stahl erscheinen, und mit dem hat er das gerade verglichen, und da sagt er, das gefällt ihm ganz besonders gut, und das sieht wirklich richtig, richtig genial aus, wenn man es erstmal so sieht. Dann erkennt man die Besonderheit darin. Und das ist übrigens sehr häufig so, dass die Japaner in ihren Zeichnungen irgendetwas sehen, eine Insel, ein Land. Wir hatten mal einen 4-Step-Kohaku, der hat die vier Hauptinseln Japans repräsentiert. Das ist übrigens der Koi, der auf unseren Fischtüten drauf ist, wenn sie die Fischtüte verkehrt rumhalten. Und darum hieß der Koi auch Nippon oder Nihon. Wirklich ein sehr, 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 sehr schöner Shusui. Ja, hier werden die letzten Fische versorgt und im Becken hier vorne schwimmt noch der letzte Shusui. Dem wird jetzt gleich noch die Biopsie entnommen und ansonsten sind wir durch mit dem heutigen Naturteich. Wir hoffen, Sie hatten Freude. Es waren eindrucksvolle Koi. Es waren alles, wie wir heute Morgen schon gesagt haben, alles Kundenkoi, ausnahmslos. Viele von japanischen Kunden, von bekannten japanischen Top-Hobbyisten, die mit den Koi dann auch auf den nächsten großen Ausstellungen, wie beispielsweise der Shinkokai Koi Show, erscheinen werden. Uns macht es natürlich stolz, dass alle vollzählig zurückgekehrt sind, wobei das nicht immer in unserem Einflussbereich liegt. Man kann wirklich die dümmsten Sachen erleben. Wir hatten schon mal Blitzschlag und bei Blitzschlag stirbt ein Teil der Koi, ein anderer Teil wird fürchterlich krumm. Das können Sie sich nicht vorstellen, die sind nachher wie Schlangen. Das ist das Risiko der Naturteiche. Ich lehne es mittlerweile für unsere Kundenfische komplett ab. Ich möchte das nicht mehr haben, weil einfach das Risiko für mich unüberschaubar ist und vor allem nicht kalkulierbar ist. Und das ist das, was ich nicht mag und was eigentlich auch nicht so im Naturell des Europäers liegt. Zumindest die hier rüberkommen, sind eigentlich eher die sicherheitsliebenden Menschen, weniger die Spielertypen. Und das ist im Asiatischen diesbezüglich etwas anders. So sind die Kulturen vielleicht auch unterschiedlich. Vor allem die Chinesen, die lieben es, wenn das alles schnell, 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 schnell geht. Und wobei das jetzt nicht negativ und nicht böse gemeint ist. Und die Deutschen sind dann da eher etwas zurückhaltender und warten lieber ein Jahr länger, um das gleiche Ergebnis zu erreichen. So, in diesem Sinne, ich hoffe, Sie hatten Spaß mit dem Abwischen des heutigen Naturteichs. Jetzt haben wir noch insgesamt zwei Naturteiche. Das ist zum einen Tsuzumi da, das ist in wenigen Tagen, und dann ganz zum Schluss kommt noch Yamaguchi, und das ist der Höhepunkt. Das Beste zum Schluss. In diesem Sinne, noch einen schönen Tag und ich gehe jetzt schlafen. Tschüss.